Kann ich den jetzt komplett aufessen, bitte? Hi, ich bin Sabrina und wir machen heute rote Haferdrink Wraps. Und zwar machen wir die mit dem neuen Haferdrink von We Like. Den kann man nämlich nicht nur süß verwenden, sondern auch herzhaft. Und das geht super schnell, easy und ist super lecker. Und damit unser kleiner Haferheld nicht ganz so alleine ist, war ich natürlich auch schon mal einkaufen. Und die Produkte zeige ich euch jetzt. Ich habe hier als wichtigste Zutat den We Like Bio Haferdrink. Das ist eine pflanzliche Milchalternative aus dem Schwarzwald. Mehl, Speisestärke, Salz. Und damit das Ganze auch noch ein bisschen Farbe bekommt, habe ich hier rote Beete-Saft vorbereitet. Ras el Hanout oder Garam Masala. Und zum Ausbacken benutze ich kaltgepresstes Rapsöl. Für die Füllung habe ich hier einmal Spitzkohl, Karotten, etwas Sojasauce, cremiges Mandelmus, Räuchertofu, ein bisschen Blattsalat, Sprossen und frisch geschnittenen Ingwer und Knoblauch. Ich kümmere mich als allererstes um den Teig, dann kann er nämlich noch ein bisschen ruhen, solange ich das Gemüse schnipple. Dafür werde ich erstmal das Mehl und die Speisestärke miteinander verrühren. Salz und natürlich der Haferdrink, ganz wichtig. Und das vermischen wir jetzt alles miteinander, dass der Teig schön glatt wird. Und da am besten sehr, sehr vorsichtig rühren, weil ihr sonst die rote Beete nicht nur in der Schüssel habt, sondern auch auf den Klamotten. Und das wollen wir nicht. Und den Teig habe ich jetzt fertig. Den stelle ich jetzt beiseite, dann kann der ein bisschen ruhen. Und währenddessen kümmere ich mich um das Gemüse. So, ich starte mit dem Spitzkohl. Da könnt ihr natürlich Weißkohl oder Chinakohl auch nehmen, je nachdem, was ihr da so zu Hause habt. Und ich entferne als allererstes mal den Strunk. Und dann schneide ich das Ganze einfach in dünne Streifen. Als nächstes kümmere ich mich um die Karotte. Nehme ich mir einmal eine und die schäle ich. Und dann schneide ich einmal die Enden ab, halbiere das Ganze. Und dann schneide ich mir erst ein paar Scheiben und daraus dann nochmal Stifte. Ich will natürlich auch eine Raspel nehmen, aber ich finde das ganz hübsch, wenn das so ein bisschen gröber auch bleibt. Mein Gemüse habe ich jetzt fertig geschnibbelt und weil das Ganze ein bisschen besser schmeckt, wenn wir es kurz anbraten, mache ich das jetzt schnell. Jetzt wird das Ganze mit Sojasauce nochmal abgelöscht. Da wird es direkt richtig laut. Falls ihr mich noch versteht, das Ganze lassen wir jetzt einmal kurz köcheln. Und während mein Gemüse jetzt da drüben schön abkühlt, kümmere ich mich um den Teig. Jetzt geht es nämlich an die Königsdisziplin. Jetzt backen wir die Pfannkuchen aus. Der sieht fantastisch aus. Deswegen darf der jetzt auch endlich raus. Fertig! Das Rezept ergibt übrigens 4 Stück. 1 und 2. Zählen kann ich. Und ihr seid jetzt live dabei, während ich was versuche, was ich noch nie probiert habe. Und zwar den Pfannkuchen in der Luft wenden. Na, was meine Oma kann, kann ich bestimmt auch. Und ha. Ah, vielleicht nicht so ein schöner Flug, aber es hat geklappt. Konzentration. Wow! Oma, ich habe aufgepasst. Jetzt habe ich endlich alle Zutaten parat und jetzt kann es endlich ans Wickeln gehen. Dafür nehme ich jetzt erstmal Mandelmus. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig, ist ja meine Devise. Und jetzt rollen wir das Ganze zusammen. Und ich bin ja schon richtig gespannt, wie das Ganze jetzt von innen aussieht. Wow, amazing! Also ich lasse mir das jetzt auf jeden Fall schmecken. Und wenn ihr auch zu Haferheldinnen und Helden werden wollt, dann benutzt doch auch mal diesen We Like Haferdrink und macht es einfach mal selber nach. Und ich sage somit tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst euch überraschen, was noch kommt. Guten Appetit! Das ist so lecker. Ich möchte drin baden. Das ist mein Lieblingsjob. Essen. Jetzt reicht's. Lasst mich in Ruhe essen.